Angelika Stienicke, wir sind hier im Hafenkult und du bereitest hier eine Ausstellung vor, die am kommenden Freitag, den 20.02. hier beginnt und die trägt den Titel Transformationen. Und ja, was transformierst du denn? Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Einmal ist es das Material. Es gibt irgendetwas, was mir besonders gefällt. Zum Beispiel, früher habe ich sehr viel mit Teer gearbeitet und mit Blei und mit Schwefel. Und jetzt finde ich schon mal Dinge aus dem Alltag. Und ich entwickle dann den Gedanken weiter, was könnte daraus entstehen. Es soll nicht immer was Schöneres werden oder etwas oder das Gegenteil. Manchmal ist es einfach auch etwas Ähnliches. Wobei die Zeit eine große Rolle spielt. Die Dinge hatten vorher eine Bedeutung in einer anderen Sache und mittlerweile keine Bedeutung mehr und etwas Neues geworden sind. Das heißt, du machst auch keine Vorgaben für den Betrachter, sondern der soll völlig frei assoziieren, was er sieht. Genau. Er soll selbst überlegen, was er sieht, oder er soll es selbst aufnehmen, was man so sagt, ein Kopfkino, und schauen, wie er das umsetzen kann. Aber manche Dinge sind sehr skurril, wie zum Beispiel das mit diesem Baum, der auf dem Kopf steht, und den Vögeln. Dieses Objekt heißt Twitter. Ich sehe immer, wenn die Leute durch den Wald laufen, joggen und haben so Knöpfe in den Ohren, und ich überlege, was können die da einspielen? Das kann nur Vogelgesang sein. Und so entsteht eine Geschichte in mir, und ich freue mich, wenn die Betrachter die Geschichte auch oder anders empfinden können. Wobei dieses Twitter ja dann in der aktuellen Zeit direkt wieder eine doppelte Bedeutung hat. Was auffällt, ist das, was bei Angelika Stienicke eigentlich immer auffällt: schwarz und oder weiß dominiert. Das ist ganz richtig. Ich habe nur die Vögel diesmal farbig gelassen. Ich habe mich gescheut, die umzustreichen, weil sie einfach so gut sind. Sie waren so rund von vornherein. Ich habe den Objekten die Farbe weggenommen. Ob ich schwarz oder weiß nehme, spielt da keine Rolle, sodass sie nicht mehr die Bedeutung haben. Das sind zum Beispiel Plastikbeutel, die so weiß sind, so apart aussehen. In Wirklichkeit sind Plastikbeutel einfach nicht schön. Vor allem, wenn man verschmutzen alles, liegen überall rum und so weiter. Man kommt bei jedem Einkauf dazu und wirft sie dann hinter in die Mülltonne. Und dadurch, dass sie weiß sind, wirken sie sehr ästhetisch und poetisch. Und dann sind mir noch ganz besondere Strukturen aufgefallen, die auch sehr schwer zu filmen waren. Da sind Netze gespannt. Wie könnte man das beschreiben, wie könnte man das ausdrücken? Diese Installation, die jetzt noch nicht fertig ist, die soll Synapsen heißen. Das sind also die Verbindungen, die neuronalen Verbindungen im Gehirn sind. Und es sind schlicht Drähte von Weinflaschen, die ich so interessant finde, die eigentlich weggeworfen werden. Die ich dann weiß gestrichen habe, dass sie auch nicht mehr gold sind und dekorativ. Und ich finde diese ganze Struktur so interessant, und sie haben mich an Nervenenden erinnert. Und wenn man sie denn sehen kann... Ich wollte gerade sagen, und weiß auf weiß soll dazu führen, dass man ganz genau hinguckt. Ja, und es sollte auch so, ich liebe so die Poesie, dass man beim zweiten Hinsehen so ein bisschen Gänsehaut bekommt und sagt, das ist eigentlich, ist das schön oder nicht? Ich hatte gerade schon angedeutet, am 20.02. geht es los. Das Ganze geht dann bis zum 10. April. Wann ist hier die Eröffnungsveranstaltung? Die ist am 20. um 19.30 Uhr. Und da gibt es auch noch einen Gast, der auch noch ein bisschen was erzählen wird über die Arbeit. Ganz genau, der Steffen Jatz möchte dazu etwas sagen, und ich freue mich auf ihn. Mit anderen Worten kann man jedem nur empfehlen, am Freitag in den Hafenkult zu kommen. Angelika, ich danke für das Gespräch und wünsche eine tolle Ausstellung. Danke auch.